Hallo mein Lieben, hier habe ich wieder eine Villa für euch, welche nicht so weit weg vom Meer ist. Man ist aber auch nicht in dem Fall direkt an der Hauptstraße vom Meer. Das ist im Stadtteil Demirtas. Demirtas kommt nach Kargecak, also vor Kargecak kommt Mahmutlar und dann kommt Kestel und so weiter. Und dann ist man in der City, Alanya Zentrum, Alanya Burg. Das ist Old Alanya, das ist Zentrum, das ist eigentlich mit die schönste Gegend. Und wer es aber ruhiger haben möchte, der muss halt weiter raus. Und diese ist aber nicht so weit draußen und ist dreistöckig, hat 200 Quadratmeter, hat sehr große Räume und hat zwei Bäder. Und ein Bad ist ja so groß wie ein normales Zimmer schon. Ich zeige es euch mal. Ihr habt eine Veranda, ihr habt eine Terrasse, ihr habt den Balkon auch noch. Also die ist wirklich groß, hat vier Zimmer. Und der Preis ist nur 85.000 Euro. Nur 85.000 Euro. Hier haben wir die Terrasse. Und sie ist eigentlich gut erhalten. Von der Substanz her, ihr seht es hier. Hier habt ihr eure Veranda. Hier ist der Eingangsbereich. Ihr habt neuwertige Fenster. Und jetzt kommt das Besondere. Ihr habt zwei Bäder. Und wie gesagt, eins ist halt riesengroß. Und auch das Wohnzimmer ist riesengroß. Ich zeige es euch gleich mal. Hier geht es rauf zu den anderen Stockwerken und hier ist wäre das Wohnzimmer mit der Küche. Also wie gesagt, echt riesengroß, wirklich groß. Und wenn ihr die großen Fenster, Schiebetüren aufmacht, könnt ihr gleich raus und euch da ausruhen, entspannen. Das ist eure Veranda. Hier ein Blick zur Villa. Und wie gesagt, Stadtteil Demirtas und schaut mal die Größe der Räume an. Also wirklich Leute, sehr große Räume. Und hier könnte man, das ist einfach zu groß, das ist riesig. Ja, aber ich sage immer, lieber größer als kleiner. Tut mir leid, das ist meine Meinung. Und auch, ich sage auch immer, das ist halt meine Meinung, darf ich doch sagen, oder? Lieber mehr Zimmer als zu wenig Zimmer. Ja? Und wenn jemand kommt mit der Ausrede, ja, muss ich mehr aufräumen, ja, dann mach halt die Zimmer zu, dann sperrt halt die Zimmer zu. Ne? Also ich habe lieber mehr als weniger. Außer es ist ein ideales Objekt, wo nur zwei Zimmer hat und perfekt ist. Das ist natürlich dann das Ideale. Okay, dann hier geht es nochmal ein Stockwerk hoch. Hier haben wir den Balkon, den besagten. Und hier die Villa-Anlage ist eigentlich, wie gesagt, sehr gepflegt. Also hier haben wir nochmal ein Bad und ihr seht, auch dieses Bad mit Dusche ist riesig. Also wirklich, das ist echt eine Riesenvilla. Also wer Interesse hat, ist aber schon über 15 Jahre alt, aber sehr gute Substanz. Ihr müsst halt mal kommen und euch die anschauen. Ihr habt zwar keinen Meerblick, aber vorne wäre das Meer und ihr habt auch Solarwarmwasseranlage. Hier nochmal ein Zimmer. Wie gesagt, ihr habt vier Zimmer und das wäre eure Villa. Und also Erdgeschoss, erster Stock und oben habt ihr nochmal ein Stockwerk. Ja, ihr seht's. Ich sag euch keinen Schwachsinn, das ist wirklich groß. Okay, so viel von mir. Wer Interesse hat, meldet sich und Besichtigungstermin, alles können wir schnell machen. Und ist wie gesagt alles ordentlich und wir begleiten euch bis zum Grundbuchamt, bis alles erledigt ist. So eine Villa kostet Grundbuchumschreibung auf euren Namen, vom Vorbesitzer auf euren Namen bei der Behörde. Wir brauchen keinen Notar, also dazu braucht man keinen Notar mehr. Das geht alles bei der TAPU-Behörde, beim Grundbuchamt. Das wird etwa 1200 Euro kosten, circa. Ja, das weiß nur die Behörde selber, was es genau kostet. Okay, meine Lieben, also wer Interesse hat, meldet sich. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Video.